jetzt darf ich eine Frau in der Runde noch mal offiziell begrüßen, ja, die von sich selber sagt, ich liebe es, mir selber Sensationen zu verschaffen, denn das hält mich am Leben. Sie war als Frau auf Weltreise, sie hat am New York Marathon teilgenommen, sie hat einen Callboy getestet, wenn ich richtig informiert bin. Und ich habe Peter Klöppel geschlagen beim Marathon und Elton, wenn ich das mal sagen darf. In demselben Marathon sind die auch gelaufen. Elton wundert mich das nicht so sehr. Aber Peter Klöppel, oder? Klöppel sieht aus, ja. Oder? Ja. Das ist mal ein Selbstversuch. Damals noch nicht so. Ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Ich habe das später das erfahren und war wahnsinnig stolz. Ja, und Sie haben ein Jahr lang das gleiche blaue Kleid getragen. Mhm. Darüber haben Sie in einer Frauenzeitschrift, glaube ich, berichtet. Ich habe einen Blog darüber geführt. Genau, ich habe es damals gelesen und habe gedacht, das ist mal eine gute Idee, sich mal so ein bisschen runter zu reduzieren. Und das haben Sie jetzt auf die Spitze getrieben und haben gesagt, ich ändere meine kompletten Lebensumstände. Und darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen bei Gewinnemut. Danke. Ich weiß nicht mehr, ob ich es in dem Blog gelesen habe oder irgendwo anders, aber der Satz ist bei mir total hängen geblieben. Sie haben gesagt, ich möchte eine möglichst glückliche Leiche werden. Warum helfen Ihnen diese Selbstversuche dabei? Also ich glaube, meine Lebensphilosophie ist mir tatsächlich, so viele Aufgaben wie möglich zu stellen, so viele Erlebnisse zu haben, so viele Erfahrungen zu machen, um dann dereinst in vielen, vielen Jahren, einfach nur reuelos ins Grab zu sinken, weil ich den Eindruck habe, ich habe alles mitgenommen. Ich habe alles ausprobiert und habe nichts zu versäumen und nichts zu bedauern. Ich finde das ein ziemlich okayes Lebensziel. Ja, das finde ich auch, weil Sie auch sagen, Sie haben überhaupt keine Scheu davor, immer wieder Anfänger zu sein. Ich bin wahnsinnig gerne Anfängerin, ehrlich gesagt. Es gibt ja so viele Menschen, die sagen, wenn ich was kann, dann bleibe ich dabei. Aber das gibt mir auch Sicherheit, das gibt mir Routine und Sie nehmen genau den anderen Weg. Nein, ich finde es toll, keine Ahnung von irgendwas zu haben und wieder bei Null anzufangen. Und das ist meine allergrößte Freude, ahnungslos zu sein. Es hat natürlich den entscheidenden Vorteil, dass man sehr schnell besser wird in dem, was immer man mal tut. Ich habe zum Beispiel auch mal versucht, Klavier zu lernen, ahnungslos mit, ich weiß nicht, so fast 50 schon. Und konnte wirklich nur klimpern, aber man kann nach 3 Stunden schon was spielen und fühlt sich wie Sie. Wenn man begabt ist, ja natürlich. Ich denke, das größte Begabung ist, wenn man kann von Anfang etwas anfangen, also von Null. Und das ist, ich denke, größte Begabung. Ja, aber man kann sich einbilden, dass man schnell Fortschritte macht und das ist super. Also fange ich alle möglichen Dinge wieder von Null an und fühle mich grandios dabei. Also wenn Sie Katja irgendwann im Klavierspiel schlagen, dann kann ich das. Ich glaube, das wird nichts mehr in diesem Leben. Einer der aktuellen Versuche, finde ich auch sehr interessant, ist, dass Sie Ihre Lebensumstände radikal geändert haben und quasi ja, alles hinter sich gelassen haben, so wirkt es zumindest auf mich, was Sie sich in den Jahrzehnten davor erarbeitet haben, nämlich Luxus. Sie haben eine 200 Quadratmeter Altbauwohnung, das ist so der Traum eines jeden Hamburger. Eines Hamburger Journalisten, klassisch. Ja. Getauscht gegen was genau? Gegen eine Einzimmerwohnung, keine 300 Meter entfernt von der alten Wohnung. Also ich mochte den Stadtteil sehr gerne, nach wie vor, an St. Georg, hinterm Hauptbahnhof in Hamburg. Aber wie groß ist das Zimmer? 38 Quadratmeter. Es ist ein Zimmer, also mit Balkon, wohlgemerkt. Ich habe einen luxuriösen Balkon. Ein Zimmer, darin ist ein Bett, ein Tisch, 2 Stühle und ein Sofa und ein Hundekissen. Und da wohne ich seit 4 Jahren. Insofern ein Versuch ist es nicht so sehr, als vielmehr eine Entscheidung, einen anderen Weg zu gehen. Es hat damit zu tun, dass ich tatsächlich mal auf Weltreise war, ein Jahr unterwegs. Und als ich wieder nach Hause kam, nachdem ich ein Jahr lang schmerzfrei aus dem Koffer gelebt habe und wirklich nichts vermisst habe, war ich total verloren in meinem alten Leben. Ich wanderte da durch die Schluchten in meiner Wohnung und dachte, wem gehört dieser Scheiß hier eigentlich? Es war mir so fremd geworden und so abhanden gekommen, dass ich mich da hartnäckig einfach nicht wieder wohlgefühlt habe. Und dann, wer hat das alles gekauft? Wem gehört der Quatsch? Ne? Wozu braucht man das? Was sollen die Bücher? Was sollen die Klamotten? Also man fragt sich, wenn man lange weg war von seinem alten Leben, ja doch, man wird sich fremd, auf eine gute Weise, wie ich fand. Und dann habe ich die Konsequenz gezogen und bin in eine Einzimmerwohnung gezogen. Da lebe ich bis heute und zwar sehr glücklich. Mhm. Und, ja. Wie war die erste Nacht in dieser Wohnung? Die war so befreit und so heiter und gut gelaunt, als ob ich weiß nicht, ob Sie sich alle daran erinnern, wie es war, als Sie zum ersten Mal von zu Hause weggezogen waren und in Ihrer ersten eigenen Wohnung oder im ersten Studentenzimmer oder wo auch immer waren und auf einmal das Gefühl hatten, boah, jetzt fängt was Neues an, jetzt liegt ein Leben vor mir, jetzt darf ich alles Mögliche machen, jetzt bin ich frei.
alles weggewischt vom Spielfeld und sozusagen tabula rasa und wieder von vorne anfangen. Das ist total befreiend und erleichternd. Aber ich habe auch den Eindruck, dass das so eine Art Trend im Moment ist, oder? Dass viele sagen, sie möchten eigentlich so ein bisschen sich runter reduzieren, sich aufs Wesentliche besinnen. Kennt ihr das auch, solche Gedanken? Nee. Mit vier Kindern, ich hab vier Kinder, das ist auch schwierig. Ne? Naja, da ist schwer runter reduzieren. Da hat der Giovanni hat jetzt bald gesagt, vollkommen recht. Ja, das ist klar, wenn du Kinder hast, ja, das ist klar. Bist du unter Zwang eigentlich immer. Und der Herr Thaddeus? Ich mag alle meine Sachen. Also ich bin Turbokapitalist und gegen Reduktion. weil ich habe auch alles ist auch so dermaßen unsortiert, dass ich auch immer wieder Sachen neu entdecke, die ich schon mal. Ich habe plötzlich darüber nachgedacht, wie unangenehm das wäre. Also wenn ich jetzt plötzlich sterben würde, dann müsste sich einer um den ganzen Mist kümmern, der mir gehört. Ja. Oder mal abseits davon, dass ich das auch würdelos finde, so als skelettierter Leichnam in den Asterix-Heften gefunden zu werden, die ich auch zusammenhänge und essen und trinken, was ich immer alles aufgehoben habe. Ich hinterher denke, was hast du dir dabei gedacht? Warum hast du das aufgehoben? Aber ich verstehe den Drang danach, sich zu vereinfachen. Aber auf der anderen Seite, ich kann mich nicht von den Dingen trennen. Also ich habe zum Beispiel selbst so ein Ding, wie heißt das, Schneekugel? Mit Papst Johannes Paul II. Drin. Weil da ist fast kein Wasser mehr drin. Aber Schnee hat Schnee. Der Schnee. Das ist mir in einem sehr romantischen, aber auch dramatischen Moment in Rom geschenkt worden. Und deswegen wollte ich das nicht weggeben. Also, aber nicht vom Papst, oder? Nein, nicht direkt vom Papst. Eine Schneekugel vom Papst. Der Papst und ich waren nur ganz kurz zusammen. Warst du da als Schneemann drin gewesen? Oder? Nein, ganz normal, also ganz normaler, als normaler Papst. Also, aber ich finde nur nicht, wenn man sich reduziert, dass man all liebgewonnene Sachen oder sowas wegbringt. Ich habe zum Beispiel in meinem Besitz auch noch eine kleine Goethe-Statue, auf der eingraviert steht, Goethe, aber G-O-E-H-T-E. Und die liebe ich so sehr, die finde ich so absurd wundervoll, dass ich sie niemals weggeben würde. Weil also das erinnert an eine Reise nach Hongkong? Null. Die habe ich, glaube ich, in Hamburg gekauft. Okay. Habe mich umso mehr amüsiert. Ich dachte, das hätte ihm auch gefallen, dem ollen Goethe, ganz ehrlich. Den Humor, glaube ich, hätte er gehabt. Aber diese Freiheit kann man sich schon vorstellen, oder? Das wird alles ganz luftig ist dann plötzlich. Ja, es wird leichter. Also man reist gefühlt mit leichtem Gepäck. Und kann Dinge leichter hinter sich lassen. Also für mich ist es einfach sehr viel überschaubarer geworden, mein Leben. Ich mag das sehr. Was mich interessieren würde, ist die Sache mit dem Kleid. Die Kleidgeschichte. Ein Jahr dasselbe Kleid? Ja, das schon einige Jahre her. Eins, also nicht zwei vom selben Doch, Typ. Doch, drei identische, weil wenn ich schon eine optische Zumutung bin, dann wollte ich nicht auch noch eine riesige. Das wäre jetzt, damit ist die Frage beantwortet. Ja, eins. Ich er denkt immer an sein Kleid. Also eins hatte ich immer an und zwei waren in der Wäsche, sonst wäre es echt nicht gegangen, zumal im Hochsommer nicht, das ist klar. Aber die haben Sie auch weggeschmissen, die Kleider? Sind eins habe ich noch, das okay. Zwei habe ich weggegeben. Neben eins der Hundematte. Das ist jetzt die Hundematte. Also, okay. Also. Wir haben mal nachgeguckt, also in der Statistik, jeder Deutsche kauft im Schnitt 13 Paar Socken im Jahr. Und sieben Paar Schuhe. Irre, ne? Er besitzt 95 Kleidungsstücke. Wie sieht Ihr Kleiderschrank heute aus? Überschaubar und blau. Also ich trage seit dieser Zeit mit dem blauen Kleid tatsächlich nur noch blau, meistens dunkelblau, das Pink der Norddeutschen. Wenn wir aber so richtig aus uns herausgehen wollen, dann tragen wir dunkelblau. Und das hat sich unfassbar gut bewährt, weil ich damit überall davon komme. Es merkt kein Mensch, dass ich schon seit Jahren in denselben dunkelblauen Klamotten bin. Aber ich meine, ist das entschuldigend, weil wir ja gerade bei Farbblindheit waren. Ich hätte auch schwarz gedacht, das ist dunkelblau. Man nennt es Mitternachtsblau. Also okay. Übrigens ein sehr schöner Titel für eine mögliche Autobiografie. Mitternachtsblau? Überschaubar und blau. Das beschreibt mein Leben. Herr Seemann-Eggebert, wenn Kate aus dem britischen Königshaus, wenn die jetzt ein Jahr lang dasselbe blaue Kleid tragen würde, da würden einige Zeitschriften in Deutschland pleite gehen, oder? Das ist wohl so. Sie wird es nicht tun. Sie kommt aus einem Haus, wo auf solche Dinge geachtet wird. Und das heißt, dass sie also doch von einem Tag zum anderen normalerweise ihre Klamotten wechselt. Es kommt dann allerdings als besonderes Ereignis auch vor, dass sie
365 Tage, nachdem sie das letzte Mal das Kleid getragen hat, es wieder trägt. Dann fangen alle Journalisten in London an zu wühlen und sagen, wo haben wir sie denn um Gottes Willen schon mal so gesehen? Ja. Also dann ist es gezielt. Aber das wird dann auch sehr gelobt, ne? Wenn sie... Die wird sehr gelobt wegen ihrer Sparsamkeit. Ja, eben. Aber noch sparsamer soll doch die Queen sein, ne? Auch was Kleidung angeht, aber überhaupt. Mit Besitz. Sie ist sicher sparsam insofern, als sie die Letzte ist, die durch die Korridore des Buckingham-Palastes geht, am Abend, spät am Abend, um das Licht auszumachen. Das macht sie sicher. Wie das mit ihrer Kleidung ist, weiß ich nicht so genau, aber auch bei ihr ist es vorgekommen, dass sie dasselbe Kleid schon einmal getragen hat. Und von Jörg Thaddäus weiß ich, dass er auch ein Fan von Kleidern ist, zumindest wenn sie an Pippa Middleton hängen. Pippa, ja, Pippa hat mir sehr gefallen. Also, wir haben uns nicht so gut kennengelernt, aber ich durfte sie bei der Hochzeit von Kate und William wie die anderen Millionen vom Fernsehen sehen, von ihrer allerbesten Seite. Und das hat mich sehr beeindruckt. Aber wir haben uns dann leider, ja, da ist das ist, glaube ich, das Foto von dem Film, den ich da auch gesehen habe. Ja, die war toll, aber ich hätte sie gerne kennengelernt, hat sich nicht... Was wirklich die Seite? Das war die schöne Seite. Sie ist auch eine sehr, sehr schöne Frau. Insgesamt, auch vorne nicht schlecht, ne? Ja, sie hat aber auch so, nur mit so reichen Jungs da zu tun. Ich glaube nicht, dass ich da so, mich so mir nichts eingepasst hätte. Vielleicht kommt es ja noch mal zu einer Begegnung. Das wäre wunderschön, aber jetzt ist sie ja, naja, gut. Jetzt ist sie ja erst mal verheiratet. Naja, man, ich man auch im Prinzip. Das ist wieder, obwohl, hier, das könnte ein schönes Thema werden, das große Thema werden. Kann nur sagen, halten Sie durch, das greifen wir noch mal auf. Genau. Michelle sprechen über das Fremdgehen. Ja, völlig richtig. Frau Winnemuth, Sie haben sich auch entschlossen, bei diesem ganzen Experiment, also nicht nur die Wohnung zu tauschen, sondern auch weniger zu arbeiten. Ist Ihnen das gelungen oder blieb das ein Vorsatz? Ja, das hat damit sehr zu tun. Also, weil ich jetzt weniger laufende Kosten habe durch die kleine Wohnung, kann ich es mir auch erlauben, weniger zu arbeiten. Das ist ein wahnsinniger Luxus, wie ich finde. Das ist der größte Luxus, den man, glaube ich, sich gönnen kann, sich Zeit zu nehmen. Ne? Man hat ja tatsächlich die Wahl zwischen Zeug oder Zeit. Was davon will man haben? Und da ich weitaus weniger Zeug habe, über das ich Geld ausgebe, habe ich deutlich mehr Zeit und die nutze ich auch. Also ich empfinde das als wirklich großen, großen Luxus, ja, meine Zeit darauf zu verwenden, meinem Hund neue blöde Tricks beizubringen oder meinen Garten umzugraben oder viele andere Dinge, für die es kein Geld gibt, aber die mir wahnsinnig große Freude machen. Wo ist der Garten? Der Einzimmerwohnung? Der ist außerhalb, der ist an der Ostsee. Da fahre ich gelegentlich hin und grabe das um. Ist da, wo das private zurück. Boot dann auch. Ja, genau. Da gibt's, also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was derzeit viele umtreibt. Zumal Leute, die in meinem fortgeschrittenen Alter sind. Und ich glaube, so ab 50 gibt man erstens nichts mehr drauf, was die anderen sagen. Man versucht nicht mehr sein Leben nach den Erwartungen anderer zu richten. Was haben denn Ihre Freunde gesagt zu diesem neuerlichen Lebensumstandwechsel? Ach, die waren ehrlich gesagt nicht sehr, waren nicht so sehr überrascht. Nee. Die sind es von mir gewohnt, dass ich jeden möglichen Mist mache. Und da winken die nur noch lächelnd ab und gähnend. Aber sich mal die Frage zu stellen, das ist eine ganz einfache Frage, die aber vielleicht schwer zu beantworten ist, was will ich im Unterschied zu, was soll ich wollen? Was erwartet man von mir, dass ich will? Was ist gesellschaftlich erwünscht, dass ich es will? Ist eine ganz wichtige Frage und vielleicht stellt man die sich leichter jenseits der 50, wo man denkt, ne? Deshalb, ich beobachte das tatsächlich auch bei vielen Leuten in meinem Umfeld, die auch runterrocken, also die zum Beispiel, wenn die Kinder aus dem Haus sind, überlegen, brauchen wir wirklich noch diese große Hütte da in den Vorstädten oder können wir es nicht auch mit einer kleinen Wohnung in der Stadt machen? Ist es da nicht ohnehin viel lustiger? Also da ist eine Menge in Gange gerade. Wobei es natürlich auch ein Luxus ist, überhaupt diese Entscheidung treffen zu können. Total, das ist ein erste Weltproblem, glaube ich. Erstens, unter zu viel Zeug zu leiden. Und dieses Problem hätten gerne viele Leute weltweit, keine Frage. Mhm. Nee, aber auch, ich glaube, innerhalb von Deutschland, weil man natürlich als freie Journalistin kann man sich natürlich auch aussuchen, wie viel möchte man arbeiten. Ich denke jetzt mal an so eine Aldi-Verkäuferin, darüber haben Giovanni und ich gestern gesprochen, die vielleicht gar nicht die Wahl hat. Die jetzt berühmte meine Aldi-Verkäuferin. Wohnung gegen die kleine. Ich habe nur meine 38 Quadratmeter und ich muss jeden Tag und ich muss noch putzen gehen, weil ich habe die drei Kinder. Natürlich. Und ich kann überhaupt nicht raus aus diesem Hamsterrad. Ja, also das ist ganz klar, dass wir davon nicht reden. Also weil die berühmte, immer wieder ins Feld geführte Aldi-Verkäuferin, die hat natürlich von vornherein ein ganz anderes Leben. Aber ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die ein ganz kommodes, gut ausstaffiertes, mit vielen Requisiten versehenes Leben haben, das ihnen irgendwie in komischer Weise fremd geworden ist oder zu viel geworden ist. Und die sich aber trotzdem nicht gestatten, zu sagen, nee, das passt mir jetzt nicht mehr, jetzt suche ich mir ein Leben, was
maßgeschneidert für meine derzeitige Situation ist. Und ich glaube, das ist das eine, was mir wirklich wichtig ist zu sagen, man darf das, ja? Man darf allen Ernstes einen Schritt zurückgehen, man darf sich selber fragen, was man möchte, und man darf die Antwort darauf geben, weniger. Mhm. Hat denn ein kreativer Mensch, so wie Bulli Herbig, überhaupt das Bedürfnis, weniger zu arbeiten? Im Moment noch nicht, nee. Also, weil es mir so Spaß macht, ist ja wie ein Hobby. Macht doch also, total Spaß. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, wenn man das große Glück hat, und ich bin da echt demütig, dass man das, wovon man eben immer geträumt hat, also schon als Zehnjähriger, dass man das als Beruf machen darf und dass man damit dann auch ein Stück weit Erfolg hat. Das ist natürlich ein ganz, ganz das ist Leben. Toll, das also ist beneidenswert und wundervoll. Ja. Klar, mehr davon. Katja. Nein, ich denke, das ist eine sehr schöne Philosophie und ein sehr schönes Beispiel, ich muss das sagen, weil es geht nicht nur um Zeit oder Kleider, sondern es geht um Unabhängigkeit von alles, was materiell ist, bringt uns als Resultat, um mehr Zeit zu haben. Natürlich. Und das ist natürlich ein sehr schönes Beispiel, dass Sie das machen als Beispiel. Es ist extrem natürlich, aber es ist ein schönes Beispiel. Mhm. Ich finde das gar nicht so extrem. Ich musste auch sehr lachen, als ich eingeladen wurde. Dass Sie praktisch das machen, weil wir denken alle daran, aber niemand hat diesen Mut, das wirklich in Wirklichkeit das zu tun. Wirklich. Ja, aber es ist ja auch deswegen sage ich extrem, weil es konnte für jemand vielleicht zu radikal klingen. Aber im Praktikum, ich denke, es ist ein schönes Beispiel auch zum jungen Menschen, dass wir zeigen, dass wir müssen nicht unbedingt abhängig von Tendenzen sein, dass wir können unsere Welt selbst finden und entscheiden, was wir wirklich möchten im Leben machen, mit Material oder mit Zeit oder mit unserem Beruf. Wobei Sie ja sowieso sagen, dass bei den jungen Leuten das Besitz sowieso nicht mehr so identitätsstiftend ist wie bei den Älteren. Ich habe den Eindruck, dass sich da gerade was wandelt, ganz entscheidend. Das hat viel mit der Digitalisierung zu tun. Also wir hatten alle noch Mörderplattensammlungen, Sie wahrscheinlich auch, man wahnsinnig stolz darauf, so 2 Festmeter irgendwie LPs zu haben. Heutzutage wird gestreamt, man hat überhaupt nichts Physisches mehr in der Hand, keine Platten, keine Bücher. Filme guckt man, streamt man auch, hat man also nicht mal als DVD dort stehen. Dasselbe gilt natürlich auch zunehmend für Sachen wie Autos, die man sich jetzt per Car2Go oder anderen Sharing-Geschichten holt. Ich glaube, das Besitzen ist weniger wichtig geworden, das benutzen können oder jederzeit Zugriff zu haben, ist total wichtig. Also diese berühmte Sharing Society. Weil das sagt man schon so lange. Das war schon, als ich jung war, und es war natürlich bei uns auch. Und wenn man jung ist, ist man eben auch. Dann ist es auch leicht, nichts zu besitzen. Wenn man 4 Kinder hat, sieht es ganz anders aus. Wenn man älter wird, dann hat man eben auch, wird man bequemer und so weiter. Ich bin nicht so sicher, ob das stimmt. Also ich weiß, es gibt diese Tendenzen, eben man kann streamen und so weiter und so fort. Ja, du brauchst halt das Gerät zum Streamen, ne? Da braucht man ein iPad, Computer. Keiner hat mehr ein Auto, aber alle haben das neueste Handy. Genau. Ne? Dafür stehen sie auch an, dann irgendwie 24 Stunden. Ja. Ne? Das ist, aber das ermöglicht natürlich sehr viel anderes. Ne? Das ersetzt sehr viel anderes, das Handy, das ist auch klar. Ich möchte noch mal auf das Zitat am Anfang zurückkommen. Ich möchte gerne eine möglichst glückliche Leiche werden. Zu diesem Bild gehört etwas sehr Materielles, denn Sie haben eine Vorstellung davon, wie Sie im Sarg liegen möchten. Und zwar nicht in dem blauen Kleid, aber auch in etwas Blauem. In was Blauem, ja. Stimmt, die Sendung wird immer lustiger. Je mehr wir uns den Tod nähern. Nein, das ist tatsächlich so, dass ich wahrscheinlich habe ich noch viele Träume. Es ist ja nur nicht so, dass ich alle meine Träume auch dahin gebe. Aber mein Plan ist, wenn ich 60 bin, in 3 Jahren also, in einem maßgeschneiderten, auf der Savile Row maßgeschneiderten Anzug, selbstverständlich in dunkelblau. Das scheint irgendwas Schickes zu sein, so guckt jedenfalls Savile Row, hallo, also beste Herren Schneider Londons sind dort. Ich möchte mir einen Anzug maßschneidern lassen und da gibt es jetzt schon ein eigenes Konto, in das ich regelmäßig Geld reinzahle, sodass ich in 3 Jahren mir diverse Anproben, die vermutlich nötig wären, leisten kann. Also Flüge nach London anproben und dann stolziere ich nur noch in diesem Anzug durch die Gegend. Aber das als Vorbereitung zu Ihrem Tod? Ja, der Tod kommt dann 40 Jahre später, okay. Das ist der Plan. Noch nicht gleich mit 61. Okay. Also, ja, ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft dazu. Hier, Christian Tramitz atmet erleichtert. Ja, da geht noch was. Glaube ich schon. Vielen Dank, ja. Wobei. Ich weiß es nicht. Aber wie hängt denn das wirklich, Maike, mit Ihrer Todesvorstellung oder mit Ihrer Trauervorstellung zusammen? Sie wollen in diesem Anzug dann später auch beerdigt werden? Hallo? Also das Thema würde ich sofort beenden. Ich würde über den Tod wahnsinnig ungern reden. Nee, es ist einfach nur der nächste Plan, den ich habe.
Also stand blauer Kleid jetzt, der Anzug. Das ja, blau war ein guter maßgeschneiderter Sohn. Und möglicherweise steht dann auf dem Grabstein, hier liegt sie in Mitternachtsblau, oder was hatten wir vorhin? Blau ist überschaubar. Blau ist überschaubar und hat endlich Ruhe gefunden. Vielen Dank, Michael Willemut. Überschaubar, blau ist nicht.